Als kleiner Nachtrag zu eben noch, es gibt etwas, das wir in den Basissätzen finden, das vielleicht ein bisschen kontraintuitiv ist. Normalerweise würde man ja sagen, okay, ich mische verschiedene Funktionen zusammen, aber wie sollen die überhaupt aussehen? Wir versuchen damit natürlich das Verhalten von Elektronen, wie es in der Natur tatsächlich vorliegt, möglichst genau auszudrücken. Und wenn wir uns überlegen, wie es in der Natur vorliegt, dann denken wir vielleicht an Atomorbitale, zum Beispiel im Wasserstoffatom, meinetwegen ein 1s-Orbital könnte so aussehen zum Beispiel. Und es gibt aber Fälle, in denen einfach nur ein kugelförmig verteiltes Orbital nicht ideal ist, um die tatsächliche Verteilung von Elektronen gut zu beschreiben. Stellen wir uns wieder vor, wir haben hier meinetwegen einen Delta-Plus-Pol und das hier wäre meinetwegen ein Wasserstoff, der irgendwie an einer CH-Bindung oder sowas dranhängen würde. Das Problem ist jetzt natürlich, die Elektronenhülle vom Wasserstoffatom würde sich vielleicht ein bisschen nach rechts ausbeulen wollen, kann das aber nicht, wenn wir jetzt nur ausschließlich kugelförmige Funktionen herumlegen. Ihr könnt euch das natürlich so vorstellen, dass diese Gauss-Funktionen, die wir angesprochen hatten, natürlich nicht nur in einer Dimension verlaufen, sondern quasi nach oben, unten auch und nach oben und unten ist für euch vielleicht so und in der Y-Richtung auch. Und dadurch baut sich dann insgesamt so eine kugelförmige Verteilung auf, wo wir in der Mitte sehr, sehr viel konzentrierte Elektronendichte haben, nach außen hinweg aber immer weniger und immer weniger, bis wir quasi kein Elektron mehr haben. Das Elektron verschwindet per Definition erst im Unendlichen, aber genauso wie mit allen Dingen ist es halt nicht schwarz-weiß. Irgendwo in der Mitte muss man sagen, okay, da ist eigentlich fast kein Elektron mehr da. Wie machen wir das jetzt? Da kann man was Schlaues tun. Und zwar ist es so, dass wir nicht nur Gauss-Funktionen, die genau gleich aussehen, übereinander mischen können, sondern man kann zum Beispiel auch höhere Funktionen mit Schwingungsknoten beimischen. Das würde jetzt so aussehen. Hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Ich zeige es euch. Wir haben hier unser 1s-Orbital. Okay? Und dieses 1s-Orbital soll jetzt so ein kleines bisschen bitte mehr sich nach rechts beulen und dafür links vielleicht so ein bisschen abflachen. Wie schaffen wir das jetzt? Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass diese Funktion links ein bisschen ausgelöscht wird und rechts ein bisschen verstärkt wird. Wenn ich jetzt also an genau dieselbe Stelle, ich male es aber weiter unten, damit es nicht so unübersichtlich wird, an genau dieselbe Stelle ein kleines p-Orbital, das würde übrigens, wenn eine Gauss-Funktion von einem s-Orbital so aussieht, dann würde die von einem p-Orbital so aussehen, meinetwegen. Ah, das ist jetzt blöd von der Polarität her. Ich mache es lieber so. Zup, zup. Dann hätten wir auf der linken Seite natürlich ein negativ, ich wollte gerade schon geladen sagen, einen negativen Lappen. Das ist nicht eine negative Ladung oder so, sondern es ist das Vorzeichen der Wellenfunktion. Das ist nichts, was wir beobachten können, sondern einfach ein Phänomen in der Quantenmechanik, dass wir für ein Elektron zwei verschiedene Vorzeichen haben. Es resultiert daraus, dass wir Elektronen als stehende Wellen beschreiben. Wellen haben Amplituden und die können nach oben oder unten zeigen. Genau, also ein p-Orbital hat auf der linken Seite meinetwegen negatives Vorzeichen, auf der rechten positives. Und wir haben unser 1s-Orbital mit insgesamt positiven Vorzeichen. Wenn ich die jetzt zusammenmische und übereinander legen würde, also hier rein, dann könntet ihr euch vorstellen, dass genauso wie wenn ich zwei Funktionen einfach zusammenzähle, mit meinetwegen Plus oder Mal, je nachdem, in diesem Fall Plus, dass auf der linken Seite negative und positive Bestandteile der Funktion sich auslöschen und auf der rechten Seite die positiven Bestandteile beider Funktionen sich verstärken, woraufhin wir natürlich ein nach rechts hin verschobenes s-Orbital bekommen, was genau das ist, was wir gerade rausbekommen wollten. Und so können wir die Gestalt von Funktionen ganz einfach beeinflussen. Das gleiche funktioniert, wenn wir uns ein p-Orbital angucken, indem wir ein d-Orbital darüber legen. Auch hier galt wieder, okay, wir mussten eins 1 mit mehr Schwingungsknoten nehmen. Ich demonstriere das mal kurz, wie das aussehen würde. D-Orbital hat 4 Lappen. Wir haben dabei immer gegenüberliegende Lappen mit gleicher Polarität. Wenn ich die beiden kombiniere, dann würden wir uns überlegen, okay, links oben, was passiert? Es ist weniger da. Rechts oben, weniger. Links unten, mehr. Rechts unten, auch mehr. Okay, das heißt, unten war es jeweils mehr, oben weniger. Na, was resultiert ist, dass die Lappen einfach deutlich weiter nach unten zeigen als vorher. Also
übertrieben gezeichnet jetzt, aber das Prinzip ist dasselbe. Und so können wir ein P-Orbital zur Seite abkippen lassen, ohne dass wir den Atomkern jetzt großartig bewegen müssten dafür.